Hallo, ich bin Andreas Izquierdo und wir sprechen heute über Revolution der Träume. Der zweite Teil von dieser sagenhaft guten Familien, es ist eine Saga von dieser Familiengeschichte oder von diesem Treffen dreier Personen, die dann durch die Zeitläufe begleitet werden. Und das fängt an vor dem Ersten Weltkrieg und naja, geht eine gute Strecke weiter. Wir sind jetzt gerade hier vor der St. Thomaskirche, da spielt im zweiten Teil eine sehr wichtige Szene, wird da stattfinden und wir erzählen immer so ein bisschen was dazu. Ja, wie viele Gäste waren da jetzt drin? Also hier, das haben wir, sehen wir die St. Thomaskirche, da gehen 3000 Leute rein. Irgendwie. Im Buch sind es schon ein paar weniger und es sind vor allem Gäste, die nicht gern gesehen sind und die selten in Kirchen auftauchen, weil das ist alles Ganoven, es war eine richtige Ganoven-Hochzeit. Ja. Also es ist eine sehr illustre Hochzeit, aber es wird vor allem eine sehr dramatische nachher, wenn es dann weitergeht zur Schillingbrücke, die werden wir uns auch gleich ansehen. Du warst ja nicht hier, als du es geschrieben hast. Ja. Wie hast du dir das erarbeitet? Also für mich ist der Besuch jetzt gerade in Berlin total verwirrend, weil ich Berlin auf seltsame Art und Weise kenne, aber aus den 20er und den frühen 20er Jahren. Also ich kenne die alten Fassaden, ich kenne die alten Straßen, ich kenne die alten Wege. Von daher irgendwie ist es in gewisser Weise vertraut. Und dann stehe ich hier und gucke dann auf die neuen Häuser und bin vollkommen verwirrt, weil es nichts mit dem zu tun hat, womit ich mich monatelang auseinandergesetzt habe. Und ich fühle mich gerade tatsächlich ein bisschen verloren, weil ich hier sieht man so ein modernes Bildchen, da ein modernes Häuschen, irgendwie da irgendwie Autoverkehr. Das ist alles in meinem Kopf nicht drin. Es gab kaum Autos und wenn, dann hatten sie geschwungene Flügel. Es gab irgendwie elegante Menschen und es gab viel weniger Menschen, es gab viel weniger Lärm. Und jetzt ist tatsächlich hier alles komplett anders. Wir sind jetzt hier an der Andreasstraße, Ecke Breslauer. Sie heißt jetzt anders. Sie heißt jetzt wie? Holzmarktstraße ist es. Holzmarktstraße. Genau. Früher hieß es die Breslauer Straße. Und das spielt im Roman tatsächlich eine große Rolle, weil da Arthurs erste Kneipe, erster Vergnügungsbetrieb ist, das Kalloi. Wir vermuten, dass es auf der Ecke stand? Ungefähr hier auf der Ecke. Jetzt sieht man leider nichts, weil hier wirklich alles wegrasiert ist. Wir sind jetzt auch gerade am Ostbahnhof, der früher der Schlesische Bahnhof war. Ja. Und das war vor 100 Jahren das miese Viertel in Berlin, also die Andreasstraße, Breslauer Straße, vor allem die Andreasstraße, war der Strich. Es gab noch ein paar Straßen mehr, wo die Damen irgendwie gelaufen sind und überhaupt war die Gegend hinter dem Schlesischen Bahnhof ziemlich verrufen. Wieder fuhren wir mit dem Mercedes, wieder mit Arthur als Chauffeur, wieder die Frankfurter hinab Richtung Alexanderplatz. Doch diesmal bogen wir in die Andreasstraße Richtung Schlesischer Bahnhof ab. Und ich konnte Isis Kinnlade nach unten klappen sehen, als sie einen Blick aus dem Fenster riskierte. Auf dem Bürgersteig patrouillierte gut sichtbar eine ganze Reihe von Prostituierten. Teils in grotesk lächerlichen Aufmachungen mit einer umgeworfenen Federboa etwa oder einem Hut mit Straußenfedern. Arthur? Fragte Isi leicht perplex. Die tun nur ihre Arbeit, gab er ungerührt zurück. Wir bogen in die Breslauer und hielten vor einer Tür. Dort stand eine ganze Menge Menschen, die alle auf etwas zu warten schienen. Wir stiegen aus und gleich sprang ein gut gekleideter Mann vor, der Arthur die Hand gab. »Das ist Emil«, erklärte Arthur und stellte uns ihm vor. »Er ist hier der Spanner.« Unseren fragenden Gesichtern sah Emil an, dass wir nicht die geringste Ahnung hatten, was das war. »Hey, pass auf, wen die Polente«, sagte er. »Und wer rin will?« »Familie«, nickte Arthur Emil zu und meinte damit uns. »Alles klar, Chef.« Emil ging mit uns zur Tür, öffnete sie und sagte, »Willkommen im Kalloi!«